Tattoo Soul, die Plattform für professionelle Tätowierer. Hi, wir sind Pro Tattoo, genauer gesagt, wir sind einige Leute von Pro Tattoo, einem eingetragenen Verein, also ein Verband, und wir kümmern uns darum, dass es mit dem Tätowieren rund läuft und vor allen Dingen mit dem ganzen Formalkram. Und die zwei, die hier sitzen, die haben da besonders viel Kenne. Das ist einmal Caro und Michel. Michel, was machst du? Oh, danke Marc für die nette Einleitung. Sehr gerne. Ich bin der Michel, man kennt mich mittlerweile als den Farben-Michel. Seit 2006 bemühe ich mich eigentlich um die Sicherheit von Tätowierfarben. Ich gründete zusammen mit meiner Lebensgefährtin, die Julia, eben das Haus der angewandten Naturwissenschaften, eine kleine GmbH oder ein kleiner Kabuff mit zwei Geschäftsbereichen, was sich eigentlich hauptsächlich um Produkten auf der Haut und in der Haut damit eigentlich befasst. Das ist meine Aufgabe. Ich mache eigentlich nur Sachen für in und auf der Haut und gucke, dass das Ganze sauber ist. Zum Beispiel Farben anmischen. Farben. Und ich habe gesehen, Cremes hast du auch. Ja, Cremes habe ich auch, ja, aber... Ne? Du kennst dich damit jedenfalls aus und weißt, wann das, wie das sauber und vernünftig und chemisch vernünftig und nicht krebserregend und auch ordentlich gemischt wird, dass keiner reinhustet in die Farben und so den ganzen Abläufen. Also ich bin ein reiner Lackchemiker, vorher gelernter Lacklaborant. Das ist mein Metier. Schwerpunkt hauptsächlich Farbe, Lacke. Es klingt blöd, Lacke, ist es aber laut der Definition. Ist fast jede Farbe ein Lack in dem Sinne. Nur, es muss kein Autolack sein. So sieht es aus, es muss kein Autolack sein. Es kann Autolack sein, es gibt noch viele andere Farben. Zum Beispiel haben wir vorhin gesehen im Labor, in den Farben ist ja Shell-Lack drin, da steckt ja auch das Wort Lack drin, aber das ist total bio, weil das von Läusen kommt. So sieht es aus, das ist ein Baumharz, eine Abwehrreaktion, es gibt zwei Definitionen. Entweder ist es eine Abwehrreaktion von dem Baum gegenüber dem Stich der Lacklaus, oder wir könnten auch sagen, das ist Muckenschiss, weil die Lacklaus den Baum ansaugt und am Ende den Shell-Lack auskackt. Also alles mega öko bei den Tattoo-Farben. Und da sitzt noch die Caro, die ist keine Chemikerin. Warst du in der Schule gut in Chemie? Nee, gar nicht. In Physik? In Bio? Nein. Doch, Physik und Mathe, ganz, ganz großartig. Ja. Genau, und das nützt dir heute, denn heute kannst du quasi ganz ordentlich und sauber, wie bei einer Formel, kennst du dich mit Verfahrensabläufen auch, mit Business ein bisschen, denn du bist bei Wildcat. Mhm. Zeig doch mal. E ist gleich ein C-Quadrat, steht da. E ist gleich ein C-Quadrat. Genau. Was machst du da bei Wildcat? Ich bin bei Wildcat Mitglied der Geschäftsleitung seit nunmehr 10 Jahren und mit Start bei Wildcat in der Mission unterwegs, Tattoo und Piercing wirklich als Beruf nach vorne zu kriegen. Genau, also Tattoos und Piercings sollen sauber und ordentlich und vernünftig sein und sollen sicher, Spaß machen. Sicher. Und schön. Ja, das sind sie ja schon. Das sind sie schon. Ja. Okay. Und ich bin Marc Benecke, ich bin Kriminalbiologe und ich bin sozusagen das Gesicht, auch wenn es kein besonders schönes ist, aber ich bin es jetzt trotzdem. Ja. Doch, eigentlich schön. Und Caro ist das, wäre dann das Gehirn. Und du wärst das Ausführende. Der Man. Du wärst der Man. Die Hand. Du bist die Hand. Die Schwielenhand. Da gibt es ja noch einige andere Mitglieder in unserem, wir sind ja eigentlich so eine Art Expertenrat, so sieht man auch schon, wie wir hier ganz expertenmäßig sitzen. Und eine Person sollte man vielleicht noch erwähnen, die auch mit dabei ist bei Pro Tattoo, nämlich? Die liebe Iris. Was macht die? Also die liebe Iris ist eine Naturwissenschaftlerin und sie ist eigentlich zuständig für die Sicherheitsbewertung von kosmetischen Produkten. Ist jetzt eine Quereinsteigerin definitiv in den Tattoo-Bereich. Hat sich aber schon ewigst eingelesen und ist jetzt seit mittlerweile 4 Jahren in den Tattoo-Bereich und Sicherheitsbewertungen von Tätowiermitteln aktiv mit dabei. Ja. Und hier ist jetzt eben unter Pro Tattoo. Na, uns ist daran gelegen, Mitglieder zu haben, beziehungsweise Leute zu haben, die mitmachen wollen, wie die Iris zum Beispiel oder der Offenhäuser, der aus der Laserindustrie kommt. Also Leute, die echt richtig mächtig was auf dem Kasten haben und uns helfen, die Sache aus der wissenschaftlichen, aus der Forschungsecke nach vorne zu bringen, um eben auf Augenhöhe beim BfR oder anderen Instituten auch diskutieren zu können. Ja, unsere Arbeit besteht im Wesentlichen darin, ein Bindeglied zu sein zwischen der Szene und der Politik. Also das ist vielleicht so im Wesentlichen. Dazu gehört aber noch eine Menge mehr. Also die Politik ist ja nicht nur in Berlin, sondern auch geht runter bis zu den Landes- und Kommunalentscheidungsträgern. Was heißt für... Pro Tattoo beliefert die ganzen Politiker und Sicherheitsagenturen und Behörden und so weiter einfach mal mit echten Infos, damit sie mal wirklich wissen, was ist denn jetzt mit Autolack, wenn doch Pigmente wohl in Autolack sind, wieso ist das dann immer noch kein Autolack, der in der Haut ist, erstens. Oder zweitens,
es gibt gerade irgendein gesetzgeberisches Verfahren. Dass wir Vorschläge entwickeln, wie wir zum Beispiel so ein Thema Biokompatibilität in die Tattoofarben bekommen. Es gab vor 2,5 Jahren eine Ad-Hoc-Ausschusssitzung in Berlin vom BFR initiiert, um eben mal zu definieren, was wir eigentlich über Tattoofarben wissen möchten, um sagen zu können, dass sie verbrauchersicher sind oder was wir dem Verbraucher sagen müssen, was es eventuell für Risiken gibt oder Komplikationen eintreten können wegen den Farben. Was könnte denn zum Beispiel eintreten als Komplikation? Im Endeffekt sind es meistens unerwünschte Nebenwirkungen. Zum Beispiel? Wie halt eben Kontaktekzeme ausgelöst eben durch diverse Schwermetalle, die eventuell in der Haut sind. Im schlimmsten Falle allergische Reaktionen bis hin zum anaphylaktischen Schock. Das sind so jetzt die derbsten Sachen und generell eine gewisse Sensibilisierung aufgrund diverser Verunreinigungen in der Farbe. Und man will natürlich auch nicht, dass irgendwas krebserregendes zum Beispiel drin ist. Das möchte man eigentlich auch nicht. Ja, aber das Thema krebserregend ist da ganz, ganz lustig, weil was ist krebserregend? Also wo, welche Konzentration oder unter welchen Bedingungen, wo wir halt auch in Berlin das Thema Stabilität diskutieren. Also was muss so eine Farbe aushalten können? Unter UV, Laser oder was auch immer, bevor sie vielleicht krebserregend wird. Genau, und darum kümmern wir uns, ne? Ja. Also man kann Mitglied werden, einfach über die Homepage und sagen, man möchte gerne dabei sein, aber es gibt derzeit keine Mitgliedsbeiträge, ist auch nicht gewünscht. Was bekommt ein Mitglied, wenn er bei euch Mitglied ist? Information. Also alles das, was wir recherchieren, eruieren oder irgendwie sonst zur Kenntnis erlangen, geben wir sofort weiter. Also derzeit dürfen wirklich nur Tätowierer Mitglied werden. Wir gucken aber noch, wie wir das in naher Zukunft gestalten werden. Das ist genauso, dass wir auch Produkte rausgeben möchten, unentgeltlich an die Tätowierer, als Hilfestellung über Basiswissen, wie die Einverständniserklärung, die wir gerade mit Tattoo-Score zusammen machen. Die wird sensationell klasse, toll. Möchten die aber nicht verkaufen, weil wir halt finden, dass das wirklich Basissachen sind, die ein Tätowierer haben soll und muss, soll also jedem zugänglich sein. Macht ja auch keinen professionellen oder guten Tätowierer aus, sondern schafft einfach nur Rechtssicherheit. Spenden und Sponsoren sind unsere Einnahmequellen. Deswegen auch diese Einverständniserklärung werden wir wahrscheinlich zusammen mit Tattoo Soul so umsetzen, dass jeder sie runterladen kann. Und wer sie toll findet und benutzen möchte, da freuen wir uns dann über eine Spende. Wobei, eigentlich könntest du das auch machen. Wir haben neulich dieses ganz tolle Hygieneseminar für Tätowierer in Essen gemacht. Wir haben auf den guten Ratschlag von dem lieben Mark hin so eine super, was ist das, Schwarzlichtkanone, UV? Nee, das ist Schwarzlicht. Ja, doch, das ist Schwarzlicht, UV-Licht. Ja. Und haben eine Mikrobiologie oder Mikrobiologie-Tag mit Tätowierern unter Realbedingungen gemacht, ohne groß was über Mikroben zu erzählen, sondern haben die einfach arbeiten lassen und dann regelmäßig mal die Lampe drauf gehalten. Vorher haben wir eine Creme verteilt, die sich dann im ganzen Raum und überall verteilt und jeder, der denkt, er hätte alles schön sauber gemacht, der sieht dann, wo es dann leuchtet zwischendurch, wenn man das Licht ausmacht und auf einmal das Schwarzlicht anmacht. Und das ist echt eindrucksvoll, vor allen Dingen, weil sie es an Stellen verteilt, die man eben nicht den ganzen Tag wäscht, zum Beispiel das Gesicht oder die Brille oder so oder der Gürtel und solche Sachen. Das ist also dann so, dass wenn man sich die Hände wäscht, dann ist es gleich wieder an den Händen, wenn man das nächste Mal die Brille auf und abzieht. Ja, und es hat auch endgültig die Frage beantwortet, wie viel Sprühnebel entsteht eigentlich so beim Tätowieren. Also macht es Sinn, dass der Tätowierer zu seinem eigenen Schutz Brille oder Maske trägt? Und, entsteht viel Sprühnebel? Tierisch. Also du hast, sobald die Maschine Spulmaschine angeht, hast du den Nebel innerhalb von 2 Metern überall. Ja, sowas zeigen wir einfach mal auf, sodass die Leute, wenn sie das sehen, damit sie es auch mal live erleben können. Geile Scheiße. Ja. Unglaublich. Das kann man sagen. Das sah aber eigentlich total klasse aus. Also die Fotos sind auch auf der Homepage, aber Facebook ist super. Seminare für Tätowierer werden immer regelmäßiger stattfinden. Wir haben angefangen letztes Jahr im Sommer, als wir uns auch gegründet haben als Pro-Tattoo im Rahmen von einem EAPP am Symposium, wo wir halt schulen über Recht, Medizin und so die ganz spannenden Sachen. Die Hygienegeschichten werden wir sehr, sehr regelmäßig machen, genauso auch Schulungen ganz bald zum Thema Einverständniserklärung. Denn das Druckwerk, was wir da zur Verfügung stellen werden, erklärt sich nicht von selbst. Also da sollte man schon auch wissen, wenn er zum Beispiel eine Krankheit angibt, wann bei welcher Erkrankung darf oder sollte, könnte ich tätowieren oder wann lieber nicht.
Es gibt ein Bundesinstitut, das ist dafür zuständig, Sicherheitsentscheidungen zu treffen und Sicherheitsinformationen einzuholen, also Risiken abzuschätzen. Jetzt gibt es aber leider für die Farben, die Tätowierer seit 150 Jahren oder was weiß ich was benutzen und immer weiter fortentwickeln und von allen möglichen verschiedenen Leuten angemischt werden, gibt es eigentlich gar nicht die Untersuchungen, die das Institut gerne hätte. Deswegen versuchen wir jetzt gerade was auf die Beine zu stellen, wo alle möglichen Leute mitmachen, die sich damit auskennen, sowohl der Farbenhersteller als auch jemand, der weiß, ob das überhaupt technisch, finanziell und organisatorisch umsetzbar ist, und versuchen da ins Gespräch zu kommen und vor allen Dingen am Ende zu bewirken, dass nicht die ganzen Farben einfach oder dass bestimmte Bestandteile der Farben einfach gestrichen werden, was dann für viele Tätowierer ein Riesenproblem ist, weil die dann auf einmal illegale Dinge tun, ohne überhaupt zu wissen, was sie da machen, sondern dass man vielleicht eine positive Darstellung davon, noch eine Positivliste macht, was kann man benutzen, da ist ein Plus drauf und dann brauchen sie sich über das Minus keine Gedanken mehr machen, die Tätowierer. Das soll jetzt gerade ins Rollen kommen und wir wollen natürlich, dass die Tätowierer sich jetzt nicht in ewige Rechtsvorschriften einarbeiten müssen, sondern halt einfach sicher wissen, was sie benutzen können und was nicht. Das machen wir gerade und das machen wir auch mit Spaß an der Freude. Zum Beispiel machen wir demnächst auch einen Science Slam mit denen und dann machen wir da einfach Quatsch. Wir machen das aber auch nicht nur super bierernst, das machen die beiden ganz ernst, aber ich mache dann auch mal zwischendurch Quatsch, indem wir dann eine große Truppe an Wissenschaftlern zusammentrommeln und jeder darf dann 10 Minuten oder 7 Minuten einen Vortrag halten und der Beste wird gekürt und so. Da geht es auch um das Thema, wann sind Tattoos sicher, auf was muss man bei Tattoos achten und aber auch, warum sind Tattoos überhaupt cool oder warum will man die überhaupt haben. Das sollte man auch nicht dabei vergessen. Und wir hoffen, dass wir da eben von der reinen rechtlichen Bearbeitung, wo wir dann auch unterstützen wollen, eben auch ein bisschen das aus dem deutschen Verwaltungsdschungel rausziehen können oder aus dem österreichischen oder Schweizer Verwaltungsdschungel und hinführen können zu einer Positivliste eben, was man benutzen kann. Und fertig. Der Science Slam, der ist in Berlin in so einem alten Hörsaal von der Pathologie, da hat schon Rudolf Virchow drin seine Vorlesungen gehalten. Das war der berühmteste deutsche Arzt und Anatom und Pathologe und alles Gesundheitsforscher vor allen Dingen auch, der hat sich um die Volksgesundheit gekümmert. Und das wird in diesem alten, schönen, schrottigen Hörsaal Ende Mai stattfinden, zusammen mit dem Bundesinstitut für Risikobewertung. Ich sag BFR und es ist ja vom BFR. Also das Ding ist, dass vor 2,5 Jahren die Ad-Hoc-Ausschusssitzung mit der Zielformulierung gemeinschaftlich stattgefunden hat in Berlin und dass seitdem nichts passiert ist. Die Tatsache, dass nichts passiert ist, hat eben dann jetzt auch die Wogen bis auf die Länderebene bewegt, als dass viele auf der Wahlkampf-strategischen Seite sich das Thema zu eigen gemacht haben und somit die Anträge in Berlin landeten, beim Bundesrat jetzt endlich das nach vorne zu bringen. Und das ist auch nicht nur das, was passiert ist. Also der Bundesrat hat vergangenen Freitag einem Antrag des Landes Baden-Württemberg von den Grünen stattgegeben, dass nun mal endlich weitergemacht werden muss in Richtung Tätowiermittelfarben, also beziehungsweise Mittel zum Tätowieren und Verbrauchersicherheit. Denn es kann ja nicht sein, dass ein Tattoo-Pigment nicht annähernd so stark untersucht wird wie ein Lippenstiftpigment. Das ist ja die Begründung. Ja, aber das ist auch gut. Ja, nee, da wollen wir ja eigentlich hin. Wir wollen ja genauso, dass der Tätowierer eine Sicherheit hat wie der Kosmetiker, der dann seine Haarfärbemittel oder seine Dauerweltprodukte genauso sicher verwenden kann, wie eben dann im Endeffekt irgendwann nochmal der Tätowierer. Ich habe es genau falsch rum gesagt, aber es ist auch relativ cool. Es geht eigentlich nur um die Sicherheit. Also der Tätowierer soll genauso sicher sein wie eigentlich ein Kosmetiker. Das ist das Ziel. Er soll einfach nicht drüber nachdenken müssen, was jetzt passieren kann. Und wenn irgendetwas passiert, dann soll er eigentlich wissen, wie dann die Checkpunktliste eigentlich auszusehen hat, wie er dann vorzugehen hat. Ja. Das ist eigentlich so Sinn und Zweck eigentlich der Verschärfung unter der Tätowiermittel. Es ist keine Verschärfung, es ist einfach nur mal ein Fortführen und vor allen Dingen jetzt gerade, weißt du selbst am besten, in erster Linie auch mal eine Korrektur. Es wird als Verschärfung gehandelt, aber es ist keine Verschärfung. Nein. Eigentlich werden auch die Leute vom BFR dazu jetzt bewegt, endlich mal Sachen zu evaluieren und dann eben die Checkpunktliste, die wir für die Bewertung von den Pigmenten, für die Farbmittel eben brauchen, vorwärts zu bringen. Richtig. Das war ja jetzt eigentlich der Beschluss. Ja, und auch die Fehler der ersten Runde endlich mal auszumerzen. Ja, die erste Runde war ja nur eine Plattform, auf die man aufbaut, mehr nicht. Auch so kleine Ungereimtheiten zwischen Anlage 1 und 2. Ich habe das komplett unterschlagen, komplett vergessen. Also es ist momentan tatsächlich so, dass es zum Beispiel Pigmente gibt, die laut Verordnung in Bezug auf die Anlagen
Die eine Anlage sagt, es ist erlaubt, die andere Anlage sagt, es ist nicht erlaubt, was dazu führt, dass es niemanden gibt, der sich es wagt zu sagen, ist es erlaubt oder nicht. Das ist ganz lustig. Also noch nicht mal das Bundesministerium für Justiz traut sich, das irgendwie zu interpretieren. Das ist ein Gesetz, was nicht existiert, weil es sich ausschließt. Also die Informationen, die uns vorliegen in epischer Breite, werden wir nicht öffentlich machen, weil die schon sehr dezidiert auch in die Thematiken einsteigen, wo ich glaube, da werden 99,9% total überfordert. Geht auch zu weit, ist auch gar nicht nötig, dafür sind wir ja da. Die Informationen, die wichtig sind für den Alltag des Tätowierers oder auch Fragen, die da aufkommen, werden wir in Zukunft abdecken durch eine eigene Arbeitsgruppe bei Tattoo-Soul. Also wir werden Rede und Antwort stehen für alle und jeden, der irgendwie was wissen möchte. Und natürlich auch die Sachen da publizieren, wenn sie dann breitenbandtauglich zur Verfügung stehen. Also wenn irgendjemand was fragt, kriegt er eine Antwort. Und ja. Es kommt auf der Webseite, steht natürlich auch was. Und du schickst ja auch Mails rund. Also es gibt ja auch Pressemitteilungen. Und das die Hauptsache ist, wenn uns wieder mal ein panischer Tätowierer anruft, was auch oft genug passiert, dann können wir sagen, dem auch Widerstand der Dinge ist. Also so ist das schon völlig. Jeder, der fragt, kriegt eine Antwort. Danke, Marc, dass du es auf Ghetto-Deutsch runterbrichst. Danke, sehr gerne. Überhaupt nicht, wenn du machst. Tattoo Soul, die Plattform für professionelle Tätowierer.